Ernst noch schnell. Okay. Ich glaube, das müsste passen. Perfekt. Also dann, Hallöchen, ihr Lieben. Warte. Warte. Ich hörte mich gerade doppelt. Also, Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Twitch-Abend hier auf meinem Zockerbraut-Kanal. Jo. Wir spielen weiter mit Risen bei Von und Zu. Haben im letzten Teil, oder sagen wir letzte Woche, haben ja schon gar nicht mal so schlecht was zusammenbekommen, auch wenn ich des Öfteren gestorben bin. Ja, ich werde mich auch bemühen, dass ich wieder brav speichere. Schauen wir mal. Ich hoffe, es gelingt mir. Auf jeden Fall möchten wir, oder ja, werden wir damit anfangen, dass wir den guten Duck hier helfen, dieses Würmchen da hinten zu besiegen. Die nötigen Sachen haben wir ja schon. Wir haben Tiere ausweiden gelernt. Wir haben schon das Werkzeug gekauft, weil wir schon so viel und so doll Geld verdient haben. Und ja, ich würde sagen, gehen wir es an, oder? Ei, mach mal. So, na dann schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Komm her, du Wurm. Bam, bam, bam. Und schützen. Und bam, bam, bam. Und schützen. Jawohl. Na, komm her. Auf die 12. Ja. Ich hoffe nur, dass wir die Erfahrungspunkte behalten dürfen. So. Zack, zack, zack. Uiha. Hoppala. Na, war's das schon? Na komm, geht drauf. Also, verrecke meine ich. Yeah. Wow. Ja, das kann man laut sagen. Sehr schön. Haben wir irgendwas Neues? Rotwurmkralle. Die kennen wir nicht. Hallo. Herzlich willkommen. Ich habe gerade erst angefangen. Also du hast noch nichts versäumt. Wir haben nur gerade diesen Rotwurm hier gekillt, zusammen mit dem Jäger Duck. Und als neues Item, was wir bekommen haben, ist die Rotwurmkralle. Rotwürmer können mit ihren Krallen schwere Wunden zufügen. Ja, wenn sie uns erwischen, ne? Den Rest kennen wir schon. Fleisch und Zähnchen, das ist uns ja schon bekannt. Ein Grünblatt nehmen wir mit. Und natürlich quatschen wir mit dir noch. Ja, die Erwachsenen sind nicht immer dumm, ne? Und den gefährlichen Wurm brauchst du, also um den Kerl, also den Wurm halt, ne? Brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Da hast du recht, ja. So oder so hat er recht. Ja, kannst du mir eigentlich noch irgendwas übers Jagen beibringen?
Ja, keine Ahnung, wie er das dann macht, ne? Das kann sich keiner erklären. Passt. Haben wir das auch geschafft. Jedenfalls bei dem Typen waren wir schon. Von ihm haben wir tatsächlich das Tiere ausweiden eben gelernt. Passt. So, ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Aber ich glaube nicht. Ist, glaube ich, alles gut. So, aber hier haben wir ein bisschen Kraut. Das nehmen wir gerne mit. Denn der Sumpfbauer oben, ne, der zahlt ja recht gut für das Zeug. Ich hoffe nur, dass wir da jetzt, also dass ich nicht irgendwas reinlatsch, was mir wieder mein Leben kostet, also kosten könnte. Wäre ja nicht das erste Mal. Also ziemlich, also bald halt müsste man hier alles geplättet haben. Boah, ich sag euch, ich freue mich auch schon auf die erste Rüstung. Dann fühle ich mich nicht mehr so ungeschützt. Da hinten war noch irgendwo ein Kraut, glaube ich. Hier, glaube ich, irgendwo. Warte, da drüben. Ah, da schaut es mir schon entgegen. Da ist irgendwas. Jawohl. Sehr gut. Perfekt. Dann werden wir als nächstes wieder mal ein bisschen ins Banditenlager zurückgehen. Und werden mal das ganze, also Questgedöns, was wir schon erledigt haben, mal abgeben. Und schlafen gehen wir auch gut, weil es ist gerade echt mehr als dunkel. Warte mal. Ich werde gleich mal eine Fackel nehmen. Ja, ist auch besser für euch. So. Das war mal ein guter Einfall. Passiert ja selten, dass ich an sowas denke. Also, halt schon mal zurück. Wobei, ich sollte. Wo war das jetzt schnell? Den Knopf habe ich schon wieder vergessen. Erfolgreich. Das war der Skillbaum. Können wir was skillen? Ist was gescheit? Das müssen wir eher lernen. Ja, skillen geht eh nur über den Lehrer. So geht ja nichts. So, warte mal. Da, 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 da. Wo war es denn? Hier, genau. Aktuell. Wie? Was? Hafen, Vulkan, Banditen. Sollen wir da arbeiten? Da haben wir ja einen schon wieder zurückgebracht, ne? Banditenlager, goldene Bruchstücke, da haben wir, glaube ich, jetzt erst zwei. Dann fauler Hund. La 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 la. Viel im Osten beim Sumpfbauern übernimmt. Genau, da müssen wir noch diesen Clay finden. Goldrausch. Ja, Hälfte des Goldes, Don, blablabla, ja genau. Beim Don, das geht noch nicht. Ich muss nur schauen, wo wir das jetzt abgeben müssen. Das habe ich nämlich wieder erfolgreich vergessen. Aber ich glaube, den einen der Kerle, also den Toten, den wir in der Höhle gefunden haben, so, jetzt habe ich's, der bei den Motten und so, ne? Sam, haben wir mit dir auch schon gequatscht? Jo, es geht mittlerweile. Du bist kein Holzfäller, oder? Perfekt. Naja, es könnte ja sein, dass er gerade Holzwürmer jagt, ne, in dem Stamm. Du bist Anführer der Jäger? Ja, das merkt man. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Das könnte natürlich wieder sein, ja? Du sägst Brokastholz? Oh. Verstehe. Ja, das wird uns auch blühen, sozusagen.
wenn wir uns mit dem Kerl anlegen. Aber wer weiß, vielleicht geht's ja auch gar nicht anders, ne? Mal schauen. Heißt das, dass Broger dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Früher oder später werde ich Broker fertig machen. Und in der Hand. Ja, da ist eh nicht viel drin, also von dem her, pf, ist nicht so wild. Was müsste ich tun? Na? Ton ist weg. Vom Spiel der Ton ist weg. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Warum macht denn das Spiel das? Warum, warum? Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran. Schauen wir mal. Schauen wir. Du mal nachschauen. Ding, dang, dang. Ups, kann passieren. Mal schauen. Dauert ungefähr 12 Sekunden, bis ich das mitkrieg. Dreißig Jahre später. Yeah, läuft. Super. Ich Schlauberger habe nämlich eine, ja, nicht richtig nachgeschaut. Und da hat sich leider Gottes, ja, der Ton eben auf stumm geschalten. Ja, supi. Ja, die haben halt jetzt ein bisschen Pantomime gemacht und so, ne? Gedankenübertragung und so weiter. Ja, das ist im Spiel inbegriffen, also nur bei mir. Ich habe nur Specials, braucht euch nur den ersten Twitch-Abend anschauen. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ich selber auch noch nicht. Naja, was müsste ich tun, um Broger zu erledigen? Was müsste ich tun, um Broger zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Ja, da haben wir schon wieder ein weiteres, ne? Wegen Broger. Wegen Broger. Broger treibt Schutzgeld. Schutzgeld ein, ja, hier im Lager. Broger treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Ja, hoffen wir es. Ich hörte, Broger sollte sich um die Arbeiter kümmern. Broger kümmert sich um alles, nur nicht um die Sorgen anderer Leute. Das ist nichts Neues und hilft dir leider im Moment wenig. Ja. Ich hörte, Broger will den Don ablösen. Ha, klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen, wenn du verstehst, was ich meine. Wegen Ärger kriegen und so. Ich will bei euch mitmachen. Das ist mir noch zu früh. Warte. Aber vielleicht gibt es eine Quest. Warte mal kurz. Ich brauche eine bessere Rüstung, das auf jeden Fall. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchstpersönlich. Ja, war klar. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Ja. Ist übrigens meine Lieblingsfraktion. Ja, ich bin ja so ein ehrlicher Gauner, ne? Also Banditen, das habe ich schon bei Goffig gemacht. Ehrlich. Also Söldner, Banditen, ja, das ist meine Gang, aber... Jetzt momentan werde ich es ein bisschen langsamer angehen. Wir haben ja noch immerhin zwei mögliche Fraktionen. Die werden wir vorher auch noch besuchen. Da gibt es sicher noch die eine oder andere nützliche Quest für uns, die uns mit unserem Level Up weiterhilft und so weiter. Auch Fähigkeiten und so, bin ich mir sicher. Na gut, woher bekomme ich die Arbeiterkleidung? Das war der eine Kerl, weißt du nicht mehr? Der hat alles vergessen. Woher bekomme ich die Arbeiterkleidung? Frag mal den Anführer der Arbeiter, Hawkins, danach. Vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Das haben wir doch vorige Woche schon besprochen. Er ist genau wie ich, das siehst du schon, ne? Da seht ihr schon die Sympathie zwischen dem namenlosen Helden und mir. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du hältst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Ah, das merkt man fast gar nicht. Die Jäger sollen wieder jagen. Mhm. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Fragen wir mal nach. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Erzähl mir erstmal was über deine Jäger. Louis ist ständig besoffen. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich wette, der hängt hier irgendwo im Sumpf an einer Bierflasche, anstatt zu jagen. Doug soll ebenfalls im Sumpf Beute machen. Was soll ich sagen? Ist bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Naja, was mit mir ist, das siehst du ja. Okay, drei Jäger haben sie nur. Drei Jäger. Jo, wir kennen alle drei jetzt mittlerweile. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Doug und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Dankeschön. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Tja, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Jo, wegen deiner Jagdgeschäfte. Jedenfalls, hi Markus, ich hoffe, es geht dir recht gut mit deinem Zahn und so. Vielleicht hast du ja so viel Spaß, dass du momentan diese dummen Zahnschmerzen ein bisschen verdrängen oder vergessen kannst. Hoffentlich. Ich gebe mir Mühe. Auch im Sterben. Bestimmt. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Da war ja noch was. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird, ja. Vor allem mit dem Biervorrat, den wir ihm gegeben haben. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Und ich habe einen Jäger namens Neil getroffen. Neil hält Wache auf der Straße zur Hafenstadt. Er soll aufpassen, was dort vor sich geht. Hier im Lager ist er mir keine Hilfe. Dein Jäger Doug gab mir Fleisch fürs Lager. Das sind gute Nachrichten. Das wurde auch Zeit. Bring es zu Rachel, wenn du es noch nicht gemacht hast, okay? Jawohl. Und kannst du mir irgendwas beibringen? Du willst doch wohl nicht Holz hacken. Ich dachte eher an die Jagd. Da bist du bei mir richtig. Super. Gerne. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Geschicklichkeit, Bogen, Schleichen. Wir schleichen uns dann auch gleich mal, ne? Weiter. Ja, Schleichen ist nicht so schlecht, aber ich lasse es dabei mal. Ich warte mal ein bisschen. Wir wissen eh Bescheid. Schleichen, der da. Jawohl. Gut, also gehen wir noch schnell zur Rachel. Die gute Frau kriegt jetzt von uns... Oder warte, ich gehe mal zuerst pennen. Das ist besser, damit es wieder hell wird. Ja, da schmeißt gleich mal die Fackel ins Haus. Ist nur Holz, ne? Kann ja abbrennen. Kein Problem. Super. Ja, schau, ist ja schon alles hell. Alter Schwede. Ein Bad wäre auch mal nicht schlecht. Wir riechen schon leicht streng. Vor allem so nach Sumpfwürmern und nach weiß ich was für ein Schlamm. Hallo Rachel. Wenn ich dich sehe, geht mir glatt eine Fackel auf. Wegen deines Lagers. Übrigens. Broger zwingt den Jäger Sam für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogers Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen. Was glaubt Broger eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Jawohl. Oh, wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Sehr gut.
Naja, du könntest ja streng gesehen deine Zehennägel und Fingernägel hernehmen und die reinschmeißen in den Eintopf. Wenn du die richtig schön aufkochst, das gibt sicher eine leckere Brühe. Drogan, einer von Brogas Leuten, hatte diese Liste bei sich. Zeig mal her. Dorgan hat sich an dem Gold des Don bereichert. Wo ist dieser Verräter? Ich fand ihn in einer Höhle. Er ist tot. Verdammt, dann nützt mir diese Liste nicht viel. Aber vielleicht kannst du sie noch gebrauchen. Ja, danke schön. Wegen deines Lagers? Wegen deines Lagers? Ist da noch irgendwas? Oh, da schau mal. Hier, ich kann dir zehn 10 Keulen Fleisch geben. Hier, hast du deine 10 Keulen Fleisch. Sehr gut. Endlich bewegt sich hier mal was. Ich danke dir. Hier hast du die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Das ist ja wahrlich großzügig. Nimm es oder lass es. Du wirst es sowieso bald versoffen haben, genau wie alle anderen. Hey, wir versaufen das nicht. Wir investieren das in ganz wertvolle Sachen. Ja, immer. Meistens. Eigentlich. Ist das der Plan? Gut, das hätten wir. Gut, beim Schmied können wir noch nichts machen. Da fehlen jetzt noch 3 Teile. Gejagt haben wir schon. Wie schaut's mit unserer Arbeiter... Nanu? Unserer Arbeiterkleidung aus? Ist der Kerl... Na, wo ist er denn? Da. Können wir da... Habe ich da schon irgendwie zufällig was mal geschafft? Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut. Guter Wille. Dank dir. Hier, nimm das Gold. Guter Wille, ein kleines Schmuckstück und gute Redekunst, ja. Gut. Es ist immer noch irgendwie ziemlich dunkel. Ich weiß, es ist gerade in der Früh, aber trotzdem. Naja, die Fackel, unser bester Freund. Was ich jetzt auf jeden Fall machen muss einmal, ist speichern, bevor ich wieder irgendwas verhau. Passiert mir nie. Passiert mir überhaupt nie. Warte, ich nehme den da. So, passt. Passiert mir überhaupt nie. Enrico arbeitet. Die Jägerleins sind da hinten. Was nun? Was stellen wir nun an? Ich muss doch immer aufpassen, dass ich da wohl kein so eine Schatztruhe oder so übersehe. Ist mir sicher schon passiert. Hundertprozentig. Der Chef, der ist brav. So, ich schaue trotzdem nochmal bei ihm vorbei. Servus. Genau, solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann, jetzt fängst du auch noch an. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Stall verrenken? Ja. Nee, lass mal. Ich trinke mir lieber einen. Ist ja unglaublich. Wenn du nicht jagen gehst, werde ich dich dazu prügeln. Boah, gemein. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Das ist besser. Nee. Da muss ich mich ja bewegen. Mach du. Ich kann nicht. Toll. Ein Bier für eine Info. Nö, du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Boah, da muss ich echt kämpfen gegen ihn, ne? Ich hab ihn gesperrt. Du wirst jetzt jagen gehen. Sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du dazu? Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Ja. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Schon, ne? Ja, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, dann eben 25. Mehr hab ich sowieso nicht. Super. Ja, flatter betrunken sein, hat er wahrscheinlich so kleine Münzen doppelt gesehen oder so. Na dann, kannst du mir noch irgendwas beibringen? Was kannst du mir über die Jagd beibringen?
Schleichen ebenfalls. Bogen, Geschick und solche Sachen. Okay. Naja, passt schon mal. Ich hoffe, das passt so. Na gut. 30 Goldmünzen besser als nix. Ich muss jetzt trotzdem nochmal reinschauen. Audienz. Jäger sollen wir da jagen. Das ist dann nur mehr eigentlich Duck, mit dem wir reden müssen, ne? Nochmal wahrscheinlich. Dann gehen wir gleich mal bequatschen. So. Schön schöpfen. Brav. Ja. Macht das gut. So, lala, so, lala. Dagi, wo bist du? Dagi. So. Servus. Ah, da kann nur mehr handeln. Okay, das war's dann auch. Dann war das wirklich nur das eine Stück Fleisch. Oder das Fleisch halt eben für Rachel. Okay. Wo ist jetzt eigentlich dieser Clay? Der geht mir auch noch ab. Wobei, ich erinnere mich gerade, wir haben das Lager noch nicht zu 100% erkundet. Ich glaube, da oben drum geht es auch noch weiter. Ich glaube, hier irgendwo. Hat sich der nicht der irgendwo versteckt, der Kerl? Also zumindest Hühnchen sind da. Da ist hier jemand. Warte mal, die Pflanzen immer auch mit. Danny! Was machst du denn hier oben? Mich verstecken? Du bist Arbeiter. Du bist ein Arbeiter? Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werde ich auch nicht mehr. Okay, warum eigentlich? Also, erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Mhm. Das kann jeder, auch du. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Jo, hat schon zweimal geglückt. Wovor versteckst du dich eigentlich? Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Aha. Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf, an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Das können wir aber auch erledigen. Wir sind ausgebildet in solchen Dingen. Wer von den Kämpfern ist denn für deine Ausgrabungsstelle zuständig? Ricardo ist mir zugeteilt worden. Er war aber lange nicht mehr da. Naja, er wird bestimmt bald wieder an der Ausgrabungsstelle auftauchen. Okay. Wer weiß. Oder hat sich vertschüsst. Ich werde mal mit dem Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte. Tu das. Ich warte so lange. Super. Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja. Ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Verstehe. Ja, dann werden wir die plätten ganz einfach, ne? Deine ekligen Insekten sind weg. Du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Nein, wirklich nicht. Na gut, ich glaube dir. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? Das dürften dann diese vier Viecher gewesen sein. Und dort haben wir ja auch die Truhe gefunden. Und ja, die Minze glaube ich gleich mal auf. Die Minze. Für einen leckeren Tee vielleicht mal. Eine einfache Truhe ist auch hier. Mal schauen, was wir da haben. Ein bisschen Gold, also Münzen halt, Bolzen und ein großer Heiltrank. Das nehmen wir gerne mit. So. Haben wir da drüben auch noch was? Ich glaube, da war nichts. Oder doch? Vielleicht? Eventuell? Nee, da war nichts. Hab mich richtig erinnert. Schade. Macht ja nichts. Dann würde ich meinen, da noch ein bisschen rauf zu hatschen. Oder?
Naja, da ist nicht wirklich was, ne? Da ist nicht wirklich was. So, lala, lala, lala. Mal schauen, was wir da noch haben. Nix. Gut. Schön. Horuk? Ja! Horuk, jawohl. Ja, der Held kommt geflogen. Ah, okay. Danke. Clay und so. Lager. Dings schläft. Sumpfbauern ist da, also da unten drunten. Dann, da, da. Dann, da, da. Hui. So. Oh, danke. Perfekt. Sehr gut. Lagerfeuer bei der einen Grabstelle, wo es rechts neben zum Sumpfbauern hochgeht. Dann müsste das mehr in die Richtung sein. Glaube ich. Da ist er. Look, look. Nein. Oh, da ist ein Wurm. Warte mal, den klatsche ich noch weg. Weil, jetzt kann ich ihn ja wegklatschen, jetzt kann ich ihn ja looten. Komm her, du Mistviech. Ja. Komm her. Wo ich dich gerade treffe, sonst vergesse ich noch auf dich. Das würde mich nicht freuen. Ja. Ja. Nur ein toter Wurm ist ein guter Wurm. Das erste Feuer war richtig. Ja. Okay. Na? Ja. Willst du schlafen, du Viech? Na komm. An die Wand glitschen ist halt schon gemein, ne? Also kann er wenigstens nicht rückwärts gehen. Zack, zack. Ja, du stinkst aus deinem Maul. Was hast du denn heute schon wieder gefressen? Hier und da wahrscheinlich ein paar Menschen, ein paar Grabmotten wahrscheinlich. Yeah. Supi. Nanu? Okay. Die Items hatten es jetzt aber ganz schön eilig, in mein Inventar zu flutschen. So, also nochmal hier lang. Dann war er doch dort. Ja. Ich weiß noch, damals habe ich den Deppen gesucht. Ja. Weil ich auch ein paar Mal bei dem vorbeigehatscht bin. Juhu, juhu, juhu. Lala. Lala, 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 lala. Lala. So. Tatsächlich, da schläft er, die faule Was ist? Typ. Müde? Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Nein, gerade nicht. Deshalb quatsch ich ja mit dir. Was machst du hier? Was machst du hier? Blöde Frage, schieb hier Wache. Ja klar, das sehe ich. Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Hm? Verpiss dich! Will ich aber nicht. Beweg deinen Arsch. Ja, was? Geld geben? Na. Warte kurz. Warte, warte, warte. Speichern. Wir tun speichern. Ich habe schon so ein komisches Gefühl, dass ich gleich aufs Maul krieg für meine Frechheiten. So, hier. Na da. Jo, passt. Ich krieg sicher gleich aufs Maul. So, nochmal. Ja? Du solltest beim Sumpfbauern Wache halten. Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Ja, ja, da, so jetzt waren wir schon. Verpiss dich! Nein, ich habe gerade Zeit. Beweg deinen Arsch. Beweg deinen Arsch. Oder was? Du kriegst eine Möhre in den Arsch. Bäh, ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Soll ich das echt machen? Ob ich das schaff? Hier hast du Gold und jetzt beweg dich. Ich probier's mal. Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Ja. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Ich hab eh ein Schild. Das wird schon gehen. Oh, es geht. Er kriegt Schaden. Das ist wichtig. Ich dachte nämlich vielleicht eventuell, dass der gar keinen Schaden kriegt. Bam. Na komm. Mach's schon. Oh, ah,
Au, du Sau. Ah, greift er zweimal an. Das darf nur ich, hey. Komm. Was hat denn der da hinten? Ich glaube, der hat sich gerade in den See gestoßen. Gerade wieder, ja? Na komm. Bam. Einmal noch. Bam. Jawohl. Nicht umbringen. Aber aus Raumdummern. Er hat tatsächlich eine Möhre. Ja. So, und? So, jetzt beweg deinen Arsch rüber zum Wachposten. Ist ja schon gut, ich gehe. Ja, du fauler Hund. Wenn du dich mal da rausgeglitscht hast, ne? Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rauf zum Phil. Phil hieß er, glaube ich. Und, ja, berichten wir ihm gleich, dass er endlich Pause gehen darf, du Dulidut. Ba, ba, ba. Hat er echt eine Möhre. Oh, Schande. Das war so nicht gemeint. Nanu, der ist schon weg. Ah, da ist er. Alter, das hat er jetzt absichtlich gemacht. Er will nicht mit mir reden. Hallo, Phil. Clay hat deinen Posten übernommen. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Der Dank gebührt auch euch, ihr Lieben. Jo, da war noch was zum Quatschen. Warte mal. Ein besserer Dieb, okay. Noch nicht. Glaube ich. Obwohl, wir hätten echt schon recht viel Kohle. Lernen muss ich es auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Hm? Ja, genau. Ach du Heilige. Ja. Gut. Warte mal, ist da... Hier ist was vergraben. Ich gehe die ganze Zeit vorbei und grab nicht aus. Und ich denke mir, die Fläche schaut jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Ja, grab doch mal, Mädel. Oder Bursch in dem Fall. Ja. Oh, ruck. Ja. Oh. Oh. Ja, ein bisschen graben. Mhm. Nebenbei eine Sandburg bauen und hoi. Ja. Boah, da staubt's. Schön. Was haben wir denn da? Ein bisschen Goldmünzchen und Lichtzauber. Schriftrolle. Eine magische Kugel vertreibt die Finsternis. Benötigt 5 Mana. Ist aber 100 Gold wert. Passt, nehmen wir mit. So. Was hätten wir dann jetzt auch? Ich glaube, Kraut habe ich noch nicht genug. Nein, ich Depp hätte es mal schauen sollen. Ob ich genug Kraut gehabt hätte zum Verkaufen. Wo ist es denn? Kraut. Beere. Dings. Druide. Kraut. Ja. 14 Stück. Nochmal raufhatschen und verkaufen. Für Geld. Ja, es wäre nicht schlecht, ne? Dann können wir ein bisschen was lernen. Unter anderem schon mal schleichen. Vielleicht schon Schlösser knacken, wenn er das kann. Wäre echt nicht so schlecht. Taschendiebstahl wäre auch nützlich. Für mehr Kohle. Wobei, diese Wölfchen, da würde ich auch gerne mal loswerden. So, ich gehe mal schnell... Warte, Entschuldigung. Schnell verkaufen. Wildes Hin und Her schon wieder, ich weiß. Servus, Robert. Ich habe wieder ein paar Kräuterchen für dich. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Mhm. Hier ist dein Gold. Danke. Und 50 Erfahrungspunkte. Passt. 4D. Sollte ich Alchemie jetzt schon lernen? Das hat, glaube ich, auch ein 100er gekostet, ne? Falsch. Wieder falsch. Verflixt. Da war's, genau. Wie viele Pünktchen haben wir schon zum Lernen? 35. Bill, was könnte man echt machen? Ein bisschen was würde wirklich gehen. Pflanzen, mächtige Tränke herstellen.
Diebstahl wäre mir lieber. Hauen wir wieder ab. Ich probiere auch gleich mal, ob wir die Wölfchen da besiegen können. Aber ich glaube, das sind große, das sind normale. Die werden wieder beide auf mich losgehen. Höchstwahrscheinlich. Deshalb schnell wieder speichern. Flottigst. Jupp. Und fortsetzen. Vielleicht geht's ja. Hallo. Nanu? Ah, da ist er schon. Komm. Batsch. Aha, ja, ja. Ist klar. Das. Da, da, dam. Bam, bam, bam. Ja, komm schon. Na, kommst du her, Scheißviecher. Jetzt trifft er mich, bist narrisch. Du kannst mich nicht treffen, du Viech. Das bringt uns mich tatsächlich um. Wegen Pech. Dreimal. Ja, wenigstens einmal getroffen. Super. Ja, gleich ist er hin. Wenigstens mal der Erste. Oder auch nicht. Du Scheißviech. Wow, 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 wow. Mistviech, dreckigs. Ja, komm her, du Sauviech. Ja, sicher. Der Hintere, wenn der mich beißt, bin ich erledigt. Na, komm her. Kein Bock, oder was? Jawohl, der Erste schon mal hin. Boah, fast losgelassen. Wie oft noch? Hey, spinn's. Ja, komm, beiß. Beiß. Mit Anlauf. Geht schon. Ja, mach. Dummes Viech, echt. Nur zweimal. Wow. Au, 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 au. Mistviech. Na komm. Wow. Dieses Hakenschlagen ist so fies. Na komm her. Ja. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wie gemein. Wurscht, aber es ist machbar. Deshalb. Mistviech. Wie gemein. Deshalb schnell mal was essen. Ich würde sagen, ein bisschen Grünblatt. Ja, okay, das heilt nicht mehr so viel. Aber deshalb verfuttern wir das gleich mal. Weg damit. Ja. Einmal noch. So, jetzt wird's aber gehen. Haben wir denn schon vielleicht eine Waffe, die besser ist? Keine Chance, ne? Ja, ja. Nee, nee. Hm? Jo? Ja, mach nur. Ilja hat angerufen. Okay. Ja. Komm her, Viech. Diesmal nur einer? Echt? Ist der andere zurückgeblieben? Supi. Das macht es natürlich einfacher. Na komm her, einmal geht's schon noch. Sauf ich. Ja, mach. Zweimal, jawohl. Jetzt bin ich dran. Ja. Na komm. Eins, zwei, nur zweimal. Du bist schon müde, du Viech. Dreimal. Ui. Au, 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 au. Ja. Na komm her. Batsch. Ja, komm nur. Ich dräng dich in die Ecke, du Viech. Ah, viermal schon. Ach so. Viermal? Was erlaubst du dir, du Viech? Jawohl. Jetzt erlaubst du dir gar nichts mehr. Her mit deinem Fell. Und schnell noch was schmatzen. Hm, na, der ist mir zu wertvoll. Oh Gott, na. Mit Alchemie, steht sogar freundlicherweise dabei. Dann futtern wir den halt noch schnell weg. Ja. Und ich glaube, die Schwammerl braucht man hier auch nicht für Alchemie. Nein. Die kann man auch getrost wegfressen. Essen, Entschuldigung. Das muss reichen. Das muss reichen. Und ja, ich tue trotzdem speichern, weil es gerade gut lief. Und fortsetzen. So, Mistviech.
Nummer 2. Wo bist denn? Da ist er. Und mach gerade Häufchen. Ja, komm her. Batsch. Ja. Zack, zack. Schluss mit Häufchen machen. Zack, zack. Hui, Krament. Na komm schon. Aufs Goschen. Au, au, au. Ja, das war zu riskant. Da war ich selber schuld. Ja. Dam, dam, bam. Na, was ist denn? Viech. Hallo? Boah, das war knapp. Ja, komm her, du Mistviech. Du willst mich beißen? Puh. Nix da mit beißen. Na, hm, hm? Oh Gott. Na, hör auf da. Du musst dich da nicht wehren, ich will dein Fell haben. Kommt bald der Winter. Yeah. Boah, bist ein Wegschleuder zum Teil, ne? Ein bisschen. Ah, supi. Jetzt können wir schön hier das, die Wurzeln sammeln. Macht dich nützlich. Okay. Ich dachte nur, vielleicht können wir noch was mit ihm quatschen. Dass wir auch keine Erfahrungspunkte verschwenden oder vergeuden. Gut. Gut. Das lief supi. Ja. Wegen Pause und so. Ich dachte mir wieder so um 9.30 Uhr. Also 9.30 Uhr, genau. 21.30 Uhr. Würde ich. Oder ist das zu lange? Das ist zu lange. 20.30 Uhr wäre besser. 20.30 Uhr machen wir, denke ich, mal eine Pause. 15 Minuten würde ich mal vorschlagen. Jo. So. Passt, das hätten wir. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell pennen. Das. Huch. Hoppala. Das wäre gar nicht mal so ungesund. La, 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 la. Mal schnell schlafen gehen. So. Oh, bin auch schon wieder müde. Die zwei Wölfe, ne? Ja. Die strapazieren unseren jungen Helden. Was willst du hier? Schlafen. Sieht man das nicht? Schlafen. So. Passt, dann können wir wieder speichern, bevor ich wieder was versau. Passt. Können wir mit dir irgendwas anstellen? Eigentlich ja. Wir können mit ihm quatschen, das ist gut. Du lässt Sam dein Holz sägen. Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wirst du nicht, was dich das angeht? Ich werde dich umwatschen, echt. Wenn die Jäger nicht jagen, werden hier bald alle Hunger haben. Jo. Wenn die Jäger nicht jagen, werden hier bald alle verhungern. Ach komm, jetzt machen wir mal halblang, als ob dich das interessiert. Ich warte doch nicht, bis Rachel, die Schlampe vom Don, die Holzvorräte verteilt. Am Ende gehe ich noch leer aus. Was? Wer bin ich denn? Solange ich hier noch was zu sagen habe, arbeitet Sam für mich. Verstehe. Boah, wir müssen denn echt bald umklatschen, die Drecksau. Ich habe deinen vermissten Kämpfer gefunden. Ich habe deinen vermissten Kämpfer gefunden. Ja? Wo ist er? Ich reiß ihm den Kopf ab. Er ist tot. Ich fand seine Leiche in einer Höhle, in der Nähe des Sumpfes. Verdammte Schweinerei. Hatte Dorgan etwas bei sich? Irgendwas? Sag schon. Er hatte ein bisschen Goldkram dabei, weiß ich nicht. Dorgan hatte eine Liste mit seiner, also in seiner Tasche. Wahrheit sagen? Goldkrams. Er hatte ein bisschen Goldkram dabei. Das Zeug interessiert mich nicht. Behalt es. War da noch was? Rede schon, du Mistkerl. Ja, dann sagen wir halt die Wahrheit. Dorgan hatte eine Liste in seiner Tasche. Du verfluchter Hund. Wo ist diese Liste jetzt? Weiß ich nicht. Ich könnte sie dir vielleicht besorgen. Ich könnte sie dir vielleicht besorgen. Was? Worauf wartest du dann noch? Ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen, klar? War ich eigentlich gerade dabei. Hast du... Hm? Mhm. Eine gute Idee, ja? Jo. Mach ich dann gleich, nach der Quatscherei hier. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Ich wusste, ich hätte irgendwas vergessen. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nicht ganz. Ich hätte da noch eine Sache.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Tja, wir stemmen alles, bitte. Ich muss dir nichts mehr beweisen. Raus mit der Sprache. Behalt's für dich. Na, ich muss dir nichts mehr beweisen. Ich muss dir nichts mehr beweisen. Ja, das ist allerdings richtig. Na gut, ich will's mal mit dir probieren. Hast du schon mal Schutzgeld eingetrieben? Sowas habe ich geahnt. Du treibst Schutzgeld ein. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Das kann dir doch egal sein. Na, du wolltest mich ja gerade anheuern, deswegen. Ja. Der hat scheinbar nur Mus im Kopf. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut. Du wirst jetzt machen, wozu Dorgan nicht in der Lage war. Also, du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Mhm. Gut, ich übernehme deinen Job. Gut. Den Job. Ich übernehme den Job. Ich weiß nicht. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Keine Bange, ich mach das schon. Ja, ja, berühmte letzte Worte. Hey, wir sind ein ehrlicher Gauner, bitte. Wir können das. Hier hast du die Liste von Dorgan. Ja. Hier hast du die Liste von Dorgan. Hier damit. Wem hast du von dem Zettel erzählt? Niemanden, Rachel. Na, niemanden. Niemandem. Das war auch besser für dich, glaub mir. Sehr gut. Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Na und? Wen interessiert das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir damit auf den Sack zu gehen? Geht so. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Super. Die Sache mit den Wachen beim Sumpfbauern hat sich erledigt. Die Sache mit den Wachen beim Sumpfbauern hat sich erledigt. Na also, ich konnte das Geheul der beiden Streithähne schon nicht mehr hören. Das hast du bis hierher gehört? Also ich habe nicht mal was mitbekommen, wenn ich nicht selbst mit denen gesprochen hätte. Naja. Also dann, Pfirti. Schutzgeld haben wir noch keins eingetrieben, also glaube ich, kann ich mir das Gequatsche sparen. So, Inventar. Ja, okay. Heiltränke habe ich gerade echt nicht so viel. Großer Heiltrank und einen normalen. Soll ich das echt dafür opfern? Ja, naja, zur Not, ne? Wenigstens den kleinen. Ich würde mal meinen, ich tue es mal hier hin. Wenigstens, ja, klein und Anführungszeichen, den kleineren. Also den normalen Heiltrank. Ich werde den wirklich nur als Notnagel hernehmen. Was haben wir da noch? Trank. Oh, der wäre billiger. Zum Versaufen. 50. Ja, weißt du was? Mache ich so und mache ich so. So, jetzt habe ich zwei. Für den Fall der Fälle, dass ich wieder kurz vorm Draufgehen bin. Ja, aber was auf jeden Fall gut ist, da noch Fleisch braten. Das muss ich unbedingt machen. Das muss ich unbedingt machen. Und da haben wir ja schon was Günstiges. Bitte. Wir haben ja abgegeben. Ne? Jetzt dürfte ich normalerweise das verbraten dürfen. Großartig, jetzt geht's Handy. Von meinem Freund. Das ist schon mal nicht schlecht. Schatz, wo bist du? Ja. Er Präter, weil eh, ne? Dann mache ich nur ganz kurz ein Päuschen. Ich bringe nur schnell das Handy zu meinem Wolfi. Also bis gleich, ne?
Entschuldigung. So, ja. Gebraten haben wir alles. Ist gut. Ich glaube, so eine. Ich glaube, die 17er gebratenen Fleischstückchen. Ja, die haue ich auf meine Essenstaste, die ich auch bei Fallout habe. Jo, passt. Jetzt dürfte man, glaube ich, ziemlich versorgt sein. Gut. Gut. Was dachte ich mir denn gerade? Was dachte ich mir gerade? Ricardo, das warst ja du. Mit dem, den werden wir jetzt zusammenscheißen. Den machen wir jetzt zur Sau, den Kerl. So. Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Was ist dem nicht egal? Die ekeligen Insekten im Sumpf sind Geschichte. Die ekeligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut. Hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das. Kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. Jo, und dann sind wir hier auch schon fertig. Mann, ey, das ist ja voll übel. Die sind alle faul. Durchgehend faul. So. Gut. Mit dir haben wir eigentlich geredet, ne? Da ist auch nicht sonderlich gesprächig. Gut. So. Jetzt muss ich mal wieder in die Quest reinglubschen. So. So. Also. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Wer fehlt denn jetzt eigentlich noch? Artefakte bergen und zu Beppo bringen. Nicht los, um die Arbeit zu beschützen. Goldrausch, vergifteten Gemütern arbeiten. Ja. Also den einen, wie gesagt, haben wir ja schon. Ja, mit Broga drüber reden war ja für die Fisch. So, ja. Sumpf zu beschützen. Ja. Ja, das hatten wir eigentlich schon. Kümmert sich um alles, nur um die Sorgen anderer nicht. Ja, genau. Ja, die Jägerleins sind eigentlich auch erledigt. Siehste, da kann ich vielleicht noch mit ihm quatschen. Wegen Broga. Ich will bei euch mitmachen. Rachel ist etwas unentspannt. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß. Sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broga hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Okay, na, ich werde es jetzt mal riskieren. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Für neue Quiz. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Jo. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe. Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. War klar. Lass mich raten. Broga? Ich sehe, du lernst schnell. Warum kann ich nicht einfach mit dem Don selbst sprechen? Kein Problem. Dazu musst du an dem Wachposten oben am Tempeleingang vorbei. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Dann rede doch mal mit ihm. Vielleicht lässt er dich herein. Ja. Gibt's noch wegen irgendwas? Broga. Tatsächlich. Ich soll für Broga Schutzgeld eintreiben. Oh Mann. Dann pass mal besser auf, dass es dir nicht so ergeht wie Dorgan. Wie meinst du das? Dorgan war der Letzte, der für Broga das Schutzgeld eingetrieben hat. Genaueres weiß ich nicht. Aber irgendwas soll ihm zugestoßen sein. Sei besser vorsichtig. Jo, der Typ, ne? Der ist ja leider nicht mehr am Leben. Dorgan ist tot. Ich fand ihn in einer Höhle. Sag ich doch. Das Schutzgeldgeschäft ist gefährlich. Sah eher so aus, als hätten ihn wilde Tiere getötet. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war Dorgan der Einzige, der wusste, bei wem Broga hier abkassiert hat. Verstehe. Warum unternimmt Rachel nichts gegen ihn? Hm,
Wenn ich ehrlich bin, sie ist einfach zu weich. Roger hat sie so eingeschüchtert, dass sie sich nicht gegen ihn durchsetzen kann. Und das, obwohl sie den Don selbst im Rücken hat. Hör auf! Das ist ja ein Skandal. Na Fisch, dann nehmen wir das halt in die Hand, ne? Weil wir das gut können. Ja. Servus. Hi. Na gut, dann schauen wir mal. Ja, grüß meine Zuschauer. Jo, Dr. Seven. Ein Freund von uns. Wegen des Schutzgeldes. Hearthstone später, jawohl. Was? Im Zimmer. Was ist, wenn ich bei Eintreiben des Goldes auf... Also beim Eintreiben des Goldes auf Probleme stoße? Was ist, wenn ich beim Eintreiben des Goldes auf Probleme stoße? Du hast den Job. Du hast die Probleme damit. Ganz einfach. Egal, wie viel du abkassieren kannst. Am Ende will ich meine 200 Gold. Klar? Warum frage ich eigentlich? Ja, frage ich mich auch. Warum fragst du? Also wirklich? Nur weil ich da drauf drück? Was... Was ist mit Sam? Soll ich bei ihm auch kassieren? Was ist mit Sam? Soll ich bei ihm auch kassieren? Sam arbeitet für mich. Das soll für diesen Monat reichen. Aha. Ja, verstehe. Sehr gut, arme Sau. Da ist die Frage, was ist besser? Zahlen? Oder, ja, schöpfen? Naja, wobei ihm hätt's, also bei der Holzwürmersuche da, ne, hätt's ihn ja schlimmer treffen können. Bei wem genau soll ich nochmal abkassieren? Bei wem genau soll ich nochmal abkassieren? Bei allen, die nicht zu meinen Jungs gehören. Okay. Also, Oscar dem Schmied, den Arbeitern Hawkins, Enrico, Danny und Dwight. Den Jägern Doug und Louis. Dem Sumpfbauern Robert und seinem Gehilfen Obel. Und jetzt beeil dich, meine Geduld hat Grenzen. Ja, das sehe ich bei deinen hervorstehenden Augen. Ja, das sind ja wirklich eigentlich, ja, wortwörtlich alle. Dann würde ich sagen, ich drehe mal meinen Kranzerl, ne? Also, du bist der Schöpfer, du bist auch ein Schöpfer von ihm. Da fangen wir eben mit Doug an und gehen wir halt so im Sumpf und im Kreis herum irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Also, Servus, Herr von und zu Doug. Du zahlst mir jetzt erstmal den monatlichen... Also das monatliche Schutzgeld aus, bitte. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Ich bedanke mich. Ich mein's ja nicht böse. Froh, dass ich noch eintreiben komme. Ich sage ja wenigstens noch bitte dazu, ne? Nicht so wie die anderen Leute. Einfach so gib her, ne? So. Du warst, glaube ich, nicht, ne? Weil du bist ja eh... Doch, tatsächlich. Natürlich auch er. Her mit der Kohle. Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab. Nimm mein Gold, nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Ja, und dein Amulett gib aber nicht dazu, ne? Sonst hast du wieder Angst. Den hätten wir auch. Da drüben ist auch einer. Ja, zuerst den, dann rüber, dann hin und her und dann geht das so. Und dann ist uns schwindlig und schlecht. So. Ein Bier für eine Info. Nein, rück das Schutzgeld bitte raus. Der Monat ist rum. Rück das Schutzgeld raus. Der Monat ist rum. Ja, ja. Hier. Musst ja nicht gleich handgreiflich werden. Die Leute verstehen auch immer alles falsch. Es war mir eine Ehre. Next one. Du da drüben. La, 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 la. Wir sind der fröhliche Schutzgeldeintreiber. La, 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 la. Hallo, Danny. Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ja, natürlich. Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ach ja? Habe ich mir schon fast gedacht. Egal. Ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Ja, gerne. Aber da kommen wir auch schon zur schlechten Nachricht. Ich brauche deine Kohle. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich es dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Bitte. Danke. So, dann der nächste. Es ist so toll, lalalala. Hallo. Gib mir deine Kohle oder es... Achso, warte zuerst. Danny arbeitet wieder. Immer zuerst mit dem Guten, ne? Danny arbeitet Die gute wieder. Nachricht. Ja,
Gut, hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja, nicht ganz. Danke. Nimm dies. Hi, guys. Gehst mit, ne? Wohin? Kurs mit. Ich werde da gegen meinen Willen entführt. Ich würde sagen, kurze Pinkelpause. Ausnahmsweise. Also dann, bis gleich. Das soll eine Überraschung sein. Re, Sori und WB euch allen. Ja, unser lieber Kumpel, der gerade vorhin Hallo zu euch gesagt hat, hat uns ein Geschenk mitgebracht. Er war nämlich auf Urlaub und hat uns eine Super Mario Statue mitgebracht, der auf einem Fragezeichenblock steht. Voll cool. So, also, wo sind wir stehen geblieben? Genau, bei unserem lieben Hawkins. Der muss uns jetzt auch Kohle geben. Also her damit. Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Ihr bleibt doch nichts erspart. Nein, weil das Ersparte haben wir dir gerade weggenommen. Boah, weil wir Schweine sind. So, gut. Jetzt müsste ich dann auch mal kurz, Momentele. Wie spät haben wir es denn schon? Oh. Ist schon bald, die ersten eineinhalb Stunden sind schon fast um. Hi Phil. Besserer Dieb. Okay, passt. Der war ein Kämpfer. Passt. Der gehört sowieso zu ihm. Handlanger. Noch einer. Dwight. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? Hopkins. Er ist schon ziemlich sauer. Hawkins. Er ist schon ziemlich sauer. Tatsächlich? Dann soll er doch herkommen und es mir persönlich sagen. Macht er eh nicht. Und jetzt verschwinde und geh mir nicht mehr auf die Nerven. Wie frech, aber dafür gibst du mir dein Schutzgeld und zwar ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Danke, was soll das heißen? Ich bin immerhin ein Schnickebube, ja? Fesch ohne Ende. Von der Haarwurzel bis zu die Zehenspitzen, jawohl. Frecher Kerl, echt. So, dann müssen wir zum Sumpfbauern rauf. Der muss uns auch noch Kohle geben. Da drüben war da was zum Ausgraben. Na, oder? Na, das schaut nur so komisch aus. Und hier mal kurz checken. Na, da war auch nichts. Passt. Habe ich dabei noch nichts vergessen. Ist ja eine Seltenheit. So, ja. So, ja. Also, gnädiger Herr, du bist bitte mir was schuldig. Und zwar Schutzgeld. Gib mir dein Schutzgeld. Bitte. Wenn es unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben, nicht wahr? Mhm. Und ich auch nicht. Dann haben wir den nächsten. Lalila. Boruk. Wäh. Boruk. Jawohl, geht ja. Hallo. Wie sieht's mit Schutzgeld aus? Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brogas Handlanger. Sieht ganz so aus. Tja. Naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Na gut, ich werde dir das Schutzgeld zahlen. Allerdings wirst du dann erstmal was für mich machen. Seit Gerne. Wochen versprechen mir die Kämpfer, meinen Hof zu beschützen. Ja. Du bist jetzt einer von Brogas Männern. Also wirst du auch ihre Arbeit machen. Erledige die Moorleichen auf meinem Hof, drüben beim Wasserfall. Sie sind ziemlich hartnäckig und kommen einfach immer wieder. Erst dann reden wir über Gold. Alles klar. Wird gemacht, Meister. Okay, ich kümmere mich um deine Moorleichen. Ach ja? Das wäre ja zu schön. Gerne, machen wir das.
weil es gibt ja für uns haufenweise tolle, wunderbare, prächtige Erfahrungspunkte. Und ich werde das gleich wieder sofortig speichern. Sofortig. So, und weiter geht's. Da drüben haben wir, ich weiß, das ist keine Moorleiche, aber ein Würmchen. Ui, ja, Karament. Zack, zack, zack. Und da wir jetzt da die Zähnchen ja schon stibitzen können von dem Kerl. Zwei, zack, zack, zack. Ui, ja, Karament. Der wollte mich gerade zwicken. Du Mistviech, der hat mich gezwickt. Au. Komm her, du Sauviech. Ich wollte mich schon wieder zwicken. Hast du überhaupt irgendwelche Manieren, du komisches Gewürm? Saufiech. Nochmal. Jawohl. Gib her. Dein Zahn. Das sind dann später unsere Dritten. Was glaubst du, wir dann super Steak essen können? Mit solchen Beißerchens. Warte mal. Ich werde gleich mal essen. Köstlich. Selbstgekochte Sachen schmecken einfach köstlich. Ja, wenn man halt den nötigen Kochskillpunkt gelernt hat. Ja, den gibt es übrigens auch im Real Life. Manche Leute nennen es Begabung, manche nennen es Üben, also Kochen üben und so weiter. Na, das ist definitiv ein Skillpunkt, den man irgendwo wahrscheinlich im Rückenbereich oder so aktivieren kann. Na komm her, du Schicksviech. Bam. Oder im Bauchbereich. Vielleicht auch beim kleinen Finger, keine Ahnung. Ja. Da, 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 baum, ba, baum. Dam, dam, dam. Ja, hartnäckig, das trifft's. Komm her, du Moorleiche. Herein. Hm? Na, unverändert. Na? Na? Er fragte, ob Mädchen zuschauen. Ich glaube nicht, also... Ja. Wenn, dann mal ein kurzes Hallo schreiben, bitte. Ja. Alter, du bist echt hartnäckig, du Mistviech. Sowas, ey. Unfassbar. Au, jetzt habe ich eine drüber bekommen, hey, wie unfreundlich. Hör auf, dich zu wehren, Mistviech. Alter! Ja! Ja! Ha! Nix gebracht. Batsch, batsch, boom! Alter Schwede! Hallo? Du Saufiech! Ja, zweimal getroffen, das ist gut. Ja. Dafür jetzt gar nicht mehr. Ja. Einmal nur. Wenigstens einmal getroffen. Alter. Jetzt werd ich nicht so. Schau, wenn du schneller stirbst, dann tut's auch nicht mehr weh. Ist ein Versprechen, ehrlich. Schau, voll ausgewichen. Du mieser, kleiner, grüner Giftzwerg. Jetzt aber. Ist ja unglaublich. Echt. Kaltes Herz. Ja, der hat echt das echte Herz aus Eis. Das vermoderte Herz einer Sumpfleiche. Super. Und wo ist dein Briegel? Da, ein Knüppel aus dem Sack. Und dann gehen wir gleich wieder essen. Alter Schwede, der hat mich jetzt, glaube ich, nur einmal getroffen, ne? Blödes Mistviech. Und dahin sind, glaube ich, zwei, wenn es mich nicht täuscht. Was mir gar keine Freude macht. Oder was? Ein. Na, es sind schon zwei. Hallo. Natürlich kommen sie beide. Ist ja logisch. Au! Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Du grauslicher Watschka. Ha, beide getroffen. Voll Idiot. Boah, da ist jetzt echt zum Aufpassen. Puh. Kann ich schon saufen.
Trinken? Ich habe auf den Vierer gedrückt. Blödes Arsch, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass ich verrecken werde. So eine Gemeinheit. Warte mal, wie spät haben wir es denn schon? Ein bisschen noch. Mit ein bisschen Glück schaffen wir die zwei Deppen noch vor der Pause. Boah, ist das gemein. Hab auf den Vierer gedrückt, aber ja, da muss ich weit zurücklatschen. Weil er ja erst den Stoppel ziehen muss von der Flasche. Dass auch alle beide kommen müssen. Das ist so gemein. Das ist ganz anders als wie bei Gothic. Da kannst du einzeln die Viecher bullen. Da würden die nie auf die Idee kommen, dass sie dich in Grüppchen angreifen. Ja, ja. Ja, ja, sicher. Sicher. Genau. Ah, da muss ich wahrscheinlich erst mir eine bessere Rüstung holen gehen. Bevor das was wird. Fürchte ich. Ah, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich glaube, ich durfte diesen Clay anheuern. Der soll mir... Wow, aua. Das soll mir doch tatsächlich dabei helfen können. Ich muss den jetzt mal kurz trinken. Wow. Du Scheißviech. Das ist wieder mühselig. Wow. Alter. Ja. Ja. Ha, nichts erwischt. Mistkerl, dreckiger. Dreckiger. Au, aber jetzt da. Na, da muss ich, glaube ich, einen Clay holen. Der muss mir da helfen. Ja. Diese, ja. Warte mal. Mir kommt vor, das ging. Warte mal. Das probiere ich jetzt gerade mal. Das probiere ich. Der eine ging ja noch. Einer, wenn angreift, ist ja noch okay. Aber zwei geht sicher auch. Wenn man einen besseren Skill hat als wie ich. Der Geschicklichkeitsskill ist bei mir sowieso nicht vorhanden. Hallo. Ja, sehr gut. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe bei einigen Moorleichen gebrauchen. Bitte. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich soll dir helfen, irgendwelche dämlichen Moorleichen zu töten? Ja. Ja, genau. Muss das sein? Ja. Los, lauf. Wir töten jetzt die Viecher. Los, lauf. Wir töten jetzt die Moorleichen. Na gut. Du gibst ja sonst doch keine Ruhe. Folge mir. Ist ja unfassbar. Unglaublich. Eine haben wir ja schon. Aber wenn er tanken würde, wäre das ganz fesch. Dann können wir die Klasse in den Rücken reinschlagen. Dann geht das sicher was. Ich hoffe nur, der Depp stirbt jetzt nicht. Wo ist die zweite? Da. So, antanken lassen. Ja. Ja. Puh. Ja, hau drauf. Ja. Jawohl, schön ins Kreuz rein. Schön ins Kreuz rein. Nicht ihm. Au. Du Sauviech. Ja. Au, au, au. Würdest du mal antanken? Ja. 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 Lol, da kommt, wie man da nicht drauf kommt, ne? Blöde Viecher. Wow. Na los. Jawohl, die erste ist schon mal hin. Oh, oh, oh. Ja. Yeah. Supi. Ja, du wärst fast abgenippelt, ne? Puh. Und her mit deinen Priegel. Super. Schnucki, ich danke dir. Kann ich jetzt wieder gehen? Ja. Wie aus? Okay, dann mach's mal gut. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Super. Ah, sehr schön. Gott sei Dank habe ich mich daran noch erinnern können. Perfekt. So, jetzt gehen wir das Schutzgeld abholen. La 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 la. Ach, wie schön. Das ging echt gut. So, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Hallo. Diese...
Hallo, ja. Die hartnäckigen Monsterleichen auf deinem Hof sind erledigt. Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Jo. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ich danke dir. Nimm dies als Anerkennung von mir. Gibst du mir jetzt bitte das Schutzgeld? Gibst du mir jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Hier. Hoffentlich habe ich damit erstmal meine Ruhe. Ja, für einen Monat. Pfitti. Mehr schaut leider nicht dabei raus. Hat er mir gerade 30 gegeben? Ich dachte, es waren immer 20 Gold pro Kopf und Nase. Vielleicht ist es ein bisschen Trinkgeld, weil er so dankbar ist. So, mit dir da drüben, Fosti, kann ich nichts mehr machen, ne? Suchst du was? Nein. Alles gut. Alles gut, alles gut, lalila. Da-da-dam, da-da-dam. Gut. Jo, was nun? Was nun, was nun? Ich schau mal da drüben ein bisschen vorbei. Also bei dem Kerl da. Ich glaube, natürlich, weil eben auch Schutzgeld und so. Nach Schutzgeld brauche ich dich nicht zu fragen, was? Schutzgeld? Was meinst du damit? Schon gut. Achso, na, Broga kassiert Schutzgeld. Geh mal verpfeifen. Broga kassiert Schutzgeld. Ja. Ich hab's gewusst. Ich hab es immer gewusst. Ja. Weiß Rachel davon? Sie muss etwas dagegen unternehmen. Hallo. Ja, ja. Endlich wird dem Mistkerl das Handwerk gelegt. Darauf warte ich schon ewig. Yeah. Ich glaube, das war einerseits nicht so lustig. Halt! Keinen Schritt weiter. Wie sieht's aus, Meister? Wie sieht's aus? Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich muss aufpassen, dass Typen wie du nicht ohne Erlaubnis zu Don Esteban reinspazieren. Also mach, dass du wegkommst. Wenigstens schaut er freundlich. Wie bekomme ich die Erlaubnis, mit Don Esteban zu quatschen? Wie bekomme ich die Erlaubnis, mit Don Esteban zu sprechen? Estebans Frau, Rachel, entscheidet, wer hier rein darf und wer nicht. Verstehe. Okay. Geh zu Sam oder Hawkins und lass dir Arbeit geben. Aber geh mir nicht mehr auf die Nerven, klar? Jawohl, mach mal. Bau, 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 bau. Na, dann schau mal, was die gute Rachel zu sagen hat. Übrigens... Broga hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn zu kassieren. Broga hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn einzutreiben. Was denn du? Mhm. Von wem sollst du kassieren? Von allen Jungs hier, die nicht zu seinen Kämpfern gehören. Damit ist er entschieden zu weit gegangen. Wie lange laufen seine Schutzgelderpressungen schon? Keine Ahnung. Gut, pass auf. Treibe das Gold für ihn ein und vergewissere dich, dass die Jungs hier auch alle bereitwillig zahlen. Wenn so viele damit drinstecken, werden wir Broga diesmal stellen können. Mhm. Ha, dem werden wir es zeigen. Warum sagst du wir, wenn du mich meinst? Ja, sie ist nur nett. Hallo, Oskar. Nein, Schutzgeld bitte. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld? Was ist denn los? Jetzt hat man dich schon zum Goldeintreiben eingespannt. Was soll man machen? Damit wirst du dir hier im Lager keine Freunde machen. Wart's ab. Dein Ernst. Wart's ab. Nicht quatschen, bezahlen, und zwar pronto. Nicht quatschen, bezahlen. Der Gürger soll dir in den Arsch beißen. Hier hast du das Gold. Dankeschön. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Nein, wir haben noch keins. Zeig mir deine Ware, ist mir wurscht. Also pfiati. Danke für die Marie. Für die Kohle. Du bist ein Kämpferlein. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sind wir schon durch? Ah, warte, da oben war noch so ein Kerl, ne? Den müssen wir noch wahrscheinlich... Sam? Na, Sam brauchen wir nicht. Der arbeitet ja für ihn. Da oben war noch so ein Fuzzi. Ein Fuzzi, Fuzzi, Fuzz. Ein Fuzzi, Fuzzi, Fuzz. Der Typ nochmal noch da oben, wenn er noch da ist. Na, ach ja, das war der Danny, ich Depp. Waschstollen haben wir auch. Sonst ist niemand mehr. Nein, das Waschstollen müssten alle sein. Ich bin ein Trottel. Dam, daram, daram, dam, diel, dadel, dam, daram. Du arbeitest ja auch. Dam, dadam, didam. So, Broga-Trottel. Wegen des Schutzgeldes. Wegen des Schutzgeldes. Es gibt niemanden mehr, bei dem ich noch abkassieren könnte. Es gibt niemanden mehr, bei dem ich noch abkassieren kann. Sehr gut.
Dann mal her mit dem Gold. Kannst du vergessen. Hier hast du deine 200 Goldmünzen. Er watscht mir sicher eine. Hier hast du es. Ah, großartig. Hier ist dein Anteil, Kollege. Und nicht vergessen, schön die Fresse halten, klar? Ja. Noch. Wir klatschen den sowieso um und ich meine, wir kriegen dann die Goldmünzen zurück. Hoffe ich. Hi Rachel, übrigens... Die Sache mit dem Schutzgeld für Broga ist erledigt. Was jetzt? Die Sache mit dem Schutzgeld für Broga ist erledigt. Was jetzt? Wenn mein Mann das erfährt, wird er Broga auf der Stelle töten. Bitte. Außerdem wird er mir die Hölle heiß machen. Was? Also pass auf, das kriegen wir auch ohne meinen Mann hin. Gut. Du gehst zu Broga und drohst ihm an, ihn beim Don zu verraten. Wir haben genug gegen ihn in der Hand. Ich bin mir sicher, er wird dir aus der Hand fressen. Toller Plan. Na, hoffentlich klappt das. Ich bin mir sicher, dass er mir dann gleich das Fell über die Ohren ziehen wird. Deshalb wird hier sauberst gespeichert. Jo, dahin. Supi. Und fortsetzen. Weil ich bin mir sicher, ich könnte daran unglücklicherweise sterben. Ganz unglücklich. Hallo. So, Kollege. Jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne, wie so ein leckeres, köstliches Bratei. So, Kollege, jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne. Aber so richtig. Womit denn? Mit der Schutzgeldsache? Das ist doch wohl ein Witz. Du kannst mir nicht drohen, Kleiner. Solange du nicht in einem Arena-Kampf bewiesen hast, dass du mir gewachsen bist, sind deine Drohungen nur Gewäsch für mich. Das heißt Arena-Kämpfen als nächstes. Aber was haben wir denn uhrzeitmäßig? Jo, gleich wäre eigentlich Pause. Jetzt haben wir schon zweimal unterbrochen, eigentlich ganz kurz. Sollen wir dafür nur 10 Minuten machen? Vielleicht nur 10. Auf jeden Fall. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja, Arena-Kampf. Das ist dann, ich glaube, das war sein Genre hier, ne? Craig. Ich würde sagen, wir machen mal Pause. Wirklich 10 Minuten. Ich setze jetzt mal 10 Minuten absichtlich an. Und würde dann sagen, bis gleich.